Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Das Leben ist voller Entscheidungen und einige davon sind wirklich schwer. Jeder kann das nachvollziehen, der als Kind mal mit seinen Eltern im Spielwarengeschäft war und sich genau ein Ding aussuchen durfte. Oder heutzutage ins Wirtshaus geht. Man kann einfach nicht ein Schnitzel, ein Schweinsbraten und einen faschierten Braten fressen. Das kriegt man nicht ab. Man kann nicht immer alles haben. Außer offensichtlich, man heißt Richard Elfman. Dann denkt man sich, hey, ich hätte gerne einen Film mit Aliens, Clowns und Geeks, genau. Vielleicht noch ein paar Zombies oder sonstige Sachen dabei. Wobei, was bei diesem Film ganz besonders interessant ist, ist eben, dass er von Richard Elfman ist. Wie auf dem Cover bereits steht, der Schöpfer von Forbidden Zone, auch bekannt unter dem Titel Totaler Sperrbezirk, wurde der Film hierzulande veröffentlicht, ist damals als Videokassette von Torren Emi erschienen und als Nummer 103 sogar von CMV in der großartigen Trash Collection erschienen, wohingegen er in Amerika, in England, von Arrow Video sogar als super tolle limitierte Blu-ray erschienen ist. Er hat dann allerdings sogar den Film Shrunken Heads für, ich glaube, die Full Moon Reihe, genau, produziert, aber ist dann als Regisseur irgendwie ein bisschen untergegangen und drehte halt Dinge wie, ach ja, 1998 noch einmal Revenant, sie kommen in der Nacht, der sogar als, der sogar immer noch indiziert ist, der aber glücklicherweise von Filmart und Media Target als DVD-Version erschienen ist, ungeprüft und sich offensichtlich noch nicht in meiner Sammlung befindet und das muss ich unbedingt ändern, weil der Film interessiert mich gerade extrem, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass Richard Elfman außer diesen ganz vielen sehr interessanten Filmen, die ich übrigens jetzt gerade erwähnt habe, oder beziehungsweise hat er auch noch Streets of Rage im Jahr 1994 gemacht, der allerdings nur in Amerika geblieben. Anyways, wir kommen zu Aliens, Clowns and Geeks aus dem Jahr 2019. Da hat sich Richard Elfman dann wieder einmal regietechnisch verewigt, nachdem er tatsächlich zuvor mit 30 Days to Vegas im Jahr 2009, aus welchem Grund auch immer, unter dem Pseudonym Mahatma Kane Sumatra seinen letzten Film gedreht hat. Aber Aliens, Clowns and Geeks ist ein Film, der auch hierzulande gar nicht ausgewertet wurde, den es in Amerika über MVD Visual gibt, wobei ich in dem Fall finde, alleine dem Cover Artwork kann man schon durchaus entnehmen, dass das ein Film ist, der ansatzweise aus der geistigen Welt der Forbidden Zone stammt. Wir können dann allerdings hier einmal einen Blick auf das Backcover werfen, da erfahren wir, holy freaking hell, vielleicht ein bisschen mehr über diesen Film, wobei in diesem Fall auch erwähnenswert natürlich ist, dass Richard Elfman der Bruder von Danny Elfman ist, der hier ganz offensichtlich, wie auf dem Backcover zu lesen ist, auch noch Musik für diesen Film beigesteuert hat, auch noch Ego Plum, der für SpongeBob SquarePants gearbeitet hat. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wilder Film, wo man, wenn man diese Blu-ray um 3 Euro einkaufen kann, auch durchaus zuschlagen kann. Auch wenn ich es persönlich ein bisschen schade finde, dass man hier anders als bei den meisten anderen Schuber-Veröffentlichungen von MVD auf dem eigentlichen Keepcase und dann auf dem Schuber dasselbe Artwork vorfindet. Es ist interessanterweise auch einer der Titel, der mit einem blauen Blu-ray-Case erscheint und eben nicht mit einem transparenten. Das erklärt womöglich auch, warum dieser Release dann nicht mit einem durchgehenden Innenartwork ausgestattet ist und bei diesem Release auch kein Poster mit dabei ist, was das Ganze natürlich ein bisschen zu einer Vanilla-Veröffentlichung verkommen lässt. Aber ganz ehrlich, was passt besser zu einer Vanilla-Veröffentlichung als der Kaufpreis von 3 Euro. Und da bin ich definitiv gespannt, noch einmal in die absolut wilde, wüste, gedankliche Welt von Richard Elfman einzutauchen.